Hallo, meine lieben Jungfrauen. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen noch ein Weihnachtshighlight für euch. Und ich habe hier schon mal Orakelkarten vorbereitet und werde jetzt eine Hauptenergie ziehen und dann noch mit dem Lenny-Deck arbeiten. Genau, wir schauen mal, was hier für Botschaften für euch rauskommen. Natürlich kann es auch sein, dass du die Jungfrau in deinem Sonnen- oder Mondzeichen hast oder im Aszendenten. Oder du hier für eine Jungfrau schaust. Bitte bedenkt, trotzdem ist es ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du in einer anderen Konstellation bist, drehst du bitte um. Und das Reading ist ja für Weihnachten. Allerdings ist Zeit relativ und deswegen ja, plus minus, ne? Ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Gut. Die Hauptenergie fürs Weihnachtshighlight für die Jungfrau. Da haben wir die 10 der Münzen und die Kraft bekommen. Und da habe ich so das Gefühl, dass es hier wirklich um Stabilität, um Sicherheit geht. Auch um positive Veränderungen, die sich jetzt anzeigen. Vielleicht warst du auch nicht in deiner Kraft und kommst jetzt wieder in deine Kraft. Auch die Dinge, die sich bei dir stagnierend angezeigt haben, die können sich jetzt positiv verändern. Ich habe das Gefühl, auch erotische neue Abenteuer, die hier auf dich warten könnten. Vielleicht hast du es mit einem Löwen zu tun. Löwe, Widder oder Schütze könnte für dich von wichtiger Bedeutung noch sein. Mir kommt rein, dass es tatsächlich so ist, dass du dich dem Glück zuwenden wirst. Ja, also hier zeigt sich wirklich eine schöne positive Veränderung an. Als Weihnachtshighlight eine stabile Energie. Das heißt, alles ja, bleibt bei dir stabil und sicher. Das habe ich hier schon mal. Und auch neue Abenteuer, die auf dich warten. Vielleicht auch eine unerwartete Überraschung, die ja, zum Weihnachtsfest auf dich zukommen kann. Wir schauen weiter. Ja, wir haben hier die Lilie. Wir haben den Herrn. Ach ja, ein Gegenüber. Die Mäuse und das Buch. Also das, was mir hier reinkommt, ist tatsächlich, dass es hier um eine Situation gehen kann, wo du... ja, wo jemand, mit dem du irgendwie nicht so viel Kontakt hattest, der sich jetzt wieder meldet, ja, wo es auch hier eine Offenbarung gibt, das kriege ich hier rein. Es geht hier um eine Versöhnung, um eine Harmonie, die wiederhergestellt werden soll, ja. Der Herr schaut hier direkt in die Mäuse, das heißt, hier vermisst dich jemand, hier möchte jemand wieder mit dir tiefe emotionale Gespräche führen. Auch möchte man dir hier etwas mitteilen, was von wichtiger Bedeutung ist. Es könnte etwas mit der Familie zu tun haben oder auch mit einem Wohnort. Ja, auch da könnte sich dir ein neues Wissen eröffnen. Im Moment ist es vielleicht noch nicht spruchreif, wird aber zum Weihnachtsfest höchstwahrscheinlich dein Highlight werden, dass du hier neue Informationen bekommst und dass es hier auch um eine Versöhnung gehen kann oder auch um... ja, ein familiäres Thema, was in den Frieden kommen kann, ja, wo hier vielleicht ein Mangel war. Generell sehen wir hier auch eventuell bei dir so eine Unsicherheit liegen, die du hast aufgrund dessen, dass du hier gewisse Dinge nicht weißt, dass du vielleicht auch nicht weißt, woran du bist. Auch das kann sich hier tatsächlich für die Jungfrau verändern. Hier kommt neues Wissen rein. Schauen wir mal auf die Orakelkarten. Wir haben hier für dich den Mondstein, eine gesteigerte Intuition, die sich jetzt für dich einstellen wird. Das heißt, du bekommst hier neue spirituelle Fähigkeiten. Ja, der Mondstein kann dich natürlich unterstützen. Und ich habe hier auch darauf, also dass du hier auf dein inneres Vertrauen darfst, auf dein inneres Wissen, auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition. Du hast hier auch sozusagen wirklich... ja, eventuell etwas gecheckt, ja, und du wirst dich ja auch von gewissen Dingen eventuell distanzieren. Auch das habe ich hier. Wir haben hier die Zwillingsseelen als Liebesbotschaft. Es kann sein, dass du es hier mit deiner Zwillingsflamme zu tun hast. Es geht hier auch um die Balance, die sich jetzt wieder einstellen soll, ja. Und hier ist auch eine starke Leidenschaft zu sehen. Also es kann auch sein, dass du hier erotisches Abenteuer hast in den Weihnachtstagen. Ja, dass es dein Weihnachtshighlight ist, zum Beispiel neue erotische Kommunikation oder auch Nachrichtenaustausch, die sehr erotisch werden. Ja, sehr leidenschaftlich, sehr liebevoll.
Das habe ich ja auch. Und eine Offenbarung vielleicht sogar, dass man dich vermisst, ja. Hier haben wir die Offenbarung, das Lippenbekenntnis, das ist mega geil. Ich liebe das, wenn die Karten so harmonieren, denn ich habe diese Karten tatsächlich noch nicht gesehen. Und ja, hier wird jemand wirklich etwas aussprechen, ja. Und das wird dich hier ziemlich beflügeln und befeuern, ja. Und dich auch absolut in deine Kraft bringen. Hier haben wir noch den Wal für dich, den Orca-Wal, den Schwertwal, ja, die Weisheit des Universums. Also hier ist auch nochmal die gesteigerte spirituelle Situation angezeigt. Ja, du wirst hier wirklich zu mehr Wissen kommen. Du wirst vielleicht auch in den Weihnachtstagen neue Informationen über Familie bekommen. Ja, das kriege ich hier ganz, ganz stark rein. Und dieses bringt dich hier in einen neuen Zustand, ja, und ich habe das Gefühl, es geht hier um eine positive Veränderung. Wir haben hier noch die Haselnuss, ich finde den passenden Partner und gehe eine fruchtbare Beziehung ein. Also es kann natürlich sein, dass du hier schon mit deiner Zwillingsflamme zu tun hast. Es kann aber auch sein, dass du jetzt wirklich deine Zwillingsseele kennenlernst, ja. Ich habe das Gefühl, es könnte sein, dass es hier über, ja, ein familiäres Treffen geschieht, ja, vielleicht Freunde, Bekannte, aber auch das Arbeitsumfeld wird hier angezeigt, ja. Generell sehe ich auch, dass es, wenn es hier Probleme in deiner Häuslichkeit gab, in deinem häuslichen Umfeld gab, ja, sei es mit Nachbarn, mit, ja, da, wo du wohnst, ja, mit deiner Wohnung vielleicht auch, dass sich da auch dir neues Wissen ereignet und dass du hier auch, ja, eventuell einen neuen Vertrag eingehst. Das heißt, dass du vielleicht den Entschluss fasst, hier umzuziehen. Ja, das habe ich hier auch. Eigenheim könnte hier von wichtiger Bedeutung sein. Neue Verträge, die sich dir hier anzeigen, ja. Das habe ich hier auch für einige. Wir haben hier den himmlischen Helfer. Es geht hier um den Frieden, der hier in dein Herzen wieder Einzug hält, ja. Du kommst zu neuer Kraft. Auch die Hoffnung, die du hattest, die wird sich hier sozusagen zeigen, ja, dass sie berechtigt war. Ich habe hier die Versöhnung. Ich habe hier jemanden, eventuell hast du dunkles Haar, es könnte sein, oder du hast es mit jemandem zu tun, der dunkles Haar hat. Mir kommt ja auch rein, dass es sein kann, dass jemand ein helles Auto fährt, ein weißes Auto fährt, ein silbernes Auto fährt, ja. Gleichzeitig geht es hier einfach mit der Lernerfahrung darum, dass du hier in einem Prozess warst, dass du hier auch in deinen Selbstwert gekommen bist, ja, dass du hier in deine Stabilität gekommen bist und oder jetzt kommen wirst, ja. Und das Ganze war vielleicht auch eine harte Lernerfahrung, aber die zahlt sich hier definitiv aus. Okay, schauen wir weiter. Die Zahlen, die ich für dich hier habe, ist die Zahl 4, die Zahl 1 und die Zahl 10. Also mir kommt hier auch rein, dass es sein kann, dass du es mit einer Lebenszahl 4 oder 11 zu tun haben könntest. Oder es ist so, der Monat 1, 4 oder 10 spielt eine gravierende Rolle. Oder der 10., der 4. oder der 1., auch der 14. kommt mir rein, der 11. kommt mir rein. Es kann sein, dass jemand 41 ist oder 40 ist, ja, ein 14-jähriges Kind bekomme ich auch rein oder 11 Jahre oder 10, das könnte hier auch möglich sein und du wirst hier ganz neu beginnen, ja, also das geht hier fast ratzfatz, also ja, Weihnachten steht ja auch kurz vor der Tür. Also ich habe hier wirklich für dich, in dieser Woche wird sich etwas Schicksalhaftes dir eröffnen, neues Wissen zeigt sich an, wie gesagt, ein Neubeginn, der hier in deine Richtung marschiert. Wir haben hier noch die Ariel und die Rochelle, der Buchstabe A und R könnte für dich auch wichtig sein. Neue geistige und hellsichtige Erfahrungen verändern deine Sicht der Welt und deiner selbst. Erlaube deinen geistigen Gaben sich zu entfalten durch Lernen, Beten und Meditieren. Indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr folgst, wirst du zu Wohlstand kommen. Ja, und hier geht es ganz klar auch, dein eigenes Herz zu beschützen. Es geht auch darum, hier wirklich in deinen Selbstwert zu kommen, in Grenzen zu setzen bei Menschen, die es nicht so gut mit dir meinen, ja, toxische Kreise zu verlassen und wirklich hier neu durchzustarten. Wie gesagt, auch neue Verträge zeigen sich hier definitiv an. Und folge deinem Herzen, ja, höre hier auf den Herzschlag. Für einige kann es auch sein, dass du mit Blutdruck, also mit Bluthochdruck oder mit Herzrhythmusstörungen irgendwie zu tun hast, ja. Bitte geh da auf jeden Fall zum Arzt, wenn du sowas bemerkt hast. Das lässt sich hier super einstellen. Und du kommst hier wieder zu mehr Harmonie. Auch das ist eine Botschaft, die ich hier reinbekomme.
Gleichzeitig kann dich hier natürlich auch die Meditation unterstützen. Die Ariel, wer den Disney-Film kennt, weiß, dass es auch hier ein Happy End gibt, ja. Was man vielleicht am Anfang so gar nicht vermutet hätte. Es war sehr dramatisch und sowas nehme ich hier bei der Jungfrau auch wahr. Es kann sein, dass du es hier mit einem Stier, mit einem Zwilling, mit einem Steinbock oder mit einer Waage zu tun hast, ja. Löwe haben wir hier auch definitiv noch, Löwe, Widder oder Schütze habe ich noch reinbekommen. Hier haben wir noch den Krebs, könnte auch noch ein wichtiges Sternzeichen sein. Vielleicht hast du auch eins dieser Zeichen besonders häufig in deiner Chart, dann wäre das hier auch noch ein wichtiger Hinweis für dich. Ansonsten kann das hier natürlich auch einen Gegenüber darstellen, ja. Also hier sehe ich auch jemanden, der dich sehr vermisst, ja, der einfach mit dir auch, wie gesagt, emotionale, tiefe Gespräche führen möchte. Und hier könnte es sich um eine Zwillingsflamme handeln, ne? Es kann aber auch was Familiäres sein, dann ist es einfach auch eine Seelenfamilie, die sich hier anzeigt, ja. Und hier geht es auch um die Harmonie, ja, die sich hier einstellen darf. Okay, ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ich euch hiermit eine kleine Freude machen konnte. Wünsche euch natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.